Und heute herzlich willkommen. Mal ganz etwas anderes. City Skyline, Kuhnmann, Let's Play, so Schweizerdeutsch ist der Kanal, den du eingeschaltet hast. Ja, was machen wir heute? Wir bauen eine Stadt, sonst wären wir im falschen Programm. Und ja, ich darf dich herzlich willkommen heißen. Das ist einer von zwei Piloten, wo ich so ein bisschen schaue, was macht mir mehr Spass zum Spielen, was ist mehr das, wo, ja, wo ich als Plattform kann brauchen kann, um vielleicht mal ein bisschen streamen, zum ein bisschen aufbauen. So eine Strategie, ruhig, nicht immer Action und Schiessereien, sondern überlegen. Das können wir nämlich auch. So, und wir haben da ziemlich alle DLCs installiert, die es gibt. Das eine oder andere Gebäude. Ich werde schauen, dass ich bald noch eine Liste kann, ohne die Beschreibung rein tun, wo alles drin steht, was wir da so in Verwendung haben. So, und jetzt machen wir ein neues Spiel. Und ich denke, wir machen es nicht einfach, sondern wir gehen da mal in Klippenbucht. Klippenbucht. Ja, was wollen wir sagen? Europäisches Thema von dem her. Wir haben Naturrohstoff, wir haben Stein, Wald, Wiese. Und das Ganze nennen wir Canville. Lassen wir jetzt mal so laufen. Und das ist schon die erste Geschichte, die du kannst mitspielen. Wie sollen wir doch bitte die Stadt nennen? Bitte unten dran in den Kommentaren. Und in dieser Zeit, wo du dir das überlegst, und ich da schon mal aufs Knöpfchen drücken, dass wir starten können. Und ja, also wir müssen Verkehr, Wasser, Gebäude, Industrie, Steuern, alles müssen wir ein bisschen im Lot behalten, zum, ja, zum da unsere Bürger glücklich machen. So, hallo miteinander, genau. Also wir schauen das mal an. Was wir jetzt hier haben, ist wenig Wasser. Da hinten hat es dann einmal Wasser, etwas weniges. Können wir dann anschauen, das ist okay. Autobahnanschluss haben wir da oben. Und ich würde mal behaupten, da unten. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, der Wind geht dahinter. Dann würde man sagen, machen wir vielleicht da eine Industrie mal für den Anfang. Und da so ein bisschen Wohngebiet am Strand. Also am Strand, du weißt, am Meer. So, jetzt muss ich da kurz ein bisschen den Kopfhörer leiser stellen. Sonst höre ich da überhaupt nicht. Also, ich habe natürlich noch ein paar Tutorials angeschaut. Und ja, ich hoffe, ich kann das dann auch alles einfließen lassen, da irgendwie. Also, dann vielleicht da rüber und dann da rüber. Ah, jetzt machen wir den gleichen da. Was ist das? Auch nicht so etwas gleich, hä? Hey, sehe ich jetzt das nicht, oder was? Also von da. Also, so. Bis knapp da und dann gehen wir da über, so, hä? Hey, wenn das nicht gut ist, sorry. Machen wir das mal gerade, dann gehen wir da mal so runter. Da so, hä? Haben wir das ein bisschen gekreiselt quasi, hä? Nicht die schönste Einfahrt. Oh mein Gott. Aber ja, das Detail kommt später. Jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir ein bisschen Leute in den Stock kriegen. Da machen wir am Anfang einfach mal eine Straße da rüber. Und eine dahinter für die Industrie. Gut. Dann brauchen wir natürlich am Anfang immer Wasser. Ich persönlich würde behaupten, wir tun das Wasser ganz da nehmen und das Abwasser am liebsten ganz da hinten ab. So, und dann machen wir das mal so. Dann haben wir da wie die Hauptleitung. Nicht schlecht. Gut, und das gleiche machen wir jetzt noch mit ein bisschen Strom, würde ich behaupten. Stromwerk sind da. Hm? Und wie machen wir das? Wir machen da eins da unten.
Oh, schau mal, da unten haben wir 8 MW und da oben haben wir auch 8 MW. Sehr gut. Das heisst, wenn wir das hier eigentlich ein bisschen in die Nähe bauen würden, dann hätten wir hier einen Strom. Wir hätten hier einen Strom. Und ja, ich würde mal sagen, machen wir doch einfach mal ein paar Strassen da rum. Einmal. Zweimal. Dreimal, hä? So. Können wir das da verbinden. Und dann haben wir doch da schon fast gute Zonen zum Anfangen, würde ich sagen. Ein bisschen breit geraten, das Ganze. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, und dann kann man da natürlich so Zonen wählen. Ich würde mal sagen, Einwohner her. Machen wir jetzt mal so. Zum Schauen, wie das da so angenommen wird. He? Gut, 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 gut. Also. Von dem her, die ersten Häuschen kommen, das passt mir. Und was wir auch machen müssen, ist natürlich dementsprechend bald dann ein bisschen ausbauen. Das wäre da, wäre das nächste. Dann wäre das etwa da, hä? Also, gehen wir da so runter. Zum Freischalten weiterer Dienstleistungen und vergrößern der Bevölkerung müssen Sie die Meilensteine erreichen. Klicken Sie auf die Meilensteinschaltfläche, um herauszufinden, was freigeschaltet werden kann und wie. Also machen wir doch das einmal, das wäre das da. He? Also, ein kleiner Weiher, das heisst, wir brauchen 400 Leute. Sehr gut. Wir haben im Augenblick keine Leute, aber sie kommen. Sie sind im Einzug. Schau, da kommen die ersten. Cool, hä? Also, und die brauchen natürlich Wasser und Strom, Wasserhänder. Dann Strom ziehen wir da rüber. So, und dann müssen die eigentlich alles haben, was man sich wünscht, oder? Da können wir noch das Wasser schauen, das ist okay. Ja, was ist jetzt da los, grafisch? Also, Wasser überkommen wir, Abwasser haben wir noch kein. Warum denn bitte das? Ah, weil der auf dem Land steht. Sehr gut gemacht. Gut, das erste Tool, das ich hier im Einsatz habe, ist Move It. Mit dem kann ich das nämlich ein bisschen verschieben. Dass man auch Wasser überkommt. Jetzt! Sehr gut. Das sehe ich hier an dieser blauen Linie. Herrlich. Gut, 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 gut. Ja, und ich will mal behaupten, wenn wir dann hier da schon langsam irgendwie die ersten Mitarbeiter hätten, die könnten arbeiten, dann schauen wir auch mal, dass die arbeiten können, oder? Ich mache normalerweise immer so 1200er Strassen. So. Dann tun wir da ein bisschen Zonen kommen. Das ist soweit gut. Dann müssen wir natürlich Wasser nochmal haben. Das ziehen wir jetzt für den Anfang einfach mal so da runter. So. Und dann würde ich behaupten, da in der Mitte, da könnten wir ja Zonen machen für Geschäfte. Ha, das ist eine Idee, oder? Wird zwar sehr wahrscheinlich vieles wieder umgebaut werden. Jetzt, was ist näher? So, Strom haben sie da rein, das ist gut. Und das ziehen wir dann so dort über. He? 13 Leute, 214 haben wir schon. Hey, wir sind bald ein kleiner Weiher. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Gut, Strom kriegen wir.
Jetzt haben wir Strom. Sehr gut. Wunderbar. Also, wenn ich das jetzt mir so ein bisschen vorstelle, sehe ich da unten dann so eine schöne Strandpromenade mit Hochhäusern. Da so ein bisschen vielleicht das Geschäftsviertel oder so in diesem Bereich. Und die Industrie ziehen wir jetzt mal da so dahinter. Um mal schauen, wie man das machen kann. So für die ersten Schritte. Ja, und das ist Cannonville. Herzlich willkommen. Das sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Grafisch sehr gut gemacht, das ganze Game. Obwohl auch da wieder etwas, das eigentlich ein bisschen älter ist. Sehr gut. Aber es macht Spass, das ist eigentlich das Wichtigste. Also, im Feld Wasser da oben, da müssen wir natürlich schauen. So, dann haben alle Wasser, dann kann man nämlich da hinten nämlich dann auch noch mal ein bisschen aufbauen. Von dem her. Und da wird irgendwann mal so ein dickes Strassensystem durchgehen. Ja, wir haben so viele Sachen da in der Gegend. So, wunderbar. Wirtschaftsfenster haben wir freigeschaltet, immerhin. Das heisst, wir haben schon mal das Budget für Strom und Wasser und Strassen. Gut. Gut. So, und ich muss mich kurz umdrehen. Weg vom Mikrofon und einmal husten, Entschuldigung. Ja, ich spiele nämlich nicht mit meinem normalen Setup, sondern heute habe ich ganz speziell, weil ich da 4K-Aufnahmen mache, mit dem Action Recorder zu. Action Recorder habe ich leider noch nicht so gut können konfigurieren, dass ich irgendeinen Hotkey hätte, um das Mikrofon einschalten oder ausschalten. Mal schauen, ob ich das auch noch auf mein Stream Deck von Elgato drauf bekomme mit irgendeinem Knopf. Wäre noch cool. Aber solange drehen wir uns ab und husten im Hintergrund. Sehr gut. Also, Wasser haben wir. Wir haben Wohngebiet, das wir brauchen, mal wieder. Dann würde ich sagen, machen wir da noch ein bisschen Stressli, oder? 69, komm da. Einmal den da. Oh, jetzt haben wir schon wieder zu wenig Geld. He? Tun wir vielleicht kurz ein bisschen warten. He? Wir können ja so mal ein bisschen um die Zone. Jetzt brauchen wir Wohngebiet. Wohngebiet nehmen wir das und das und das. Und das da hinten auch noch gerade. Dann haben wir da noch so eine Pinselfunktion. Das finde ich auch noch gediegen. So. Würde ich mal sagen, bis etwa da, he? Sehr, sehr schön. Ja, und langsam nimmt der Verkehr zu. Es kommen mehr Leute, 73 Leute sind wir jetzt gerade, die zuwachsen. Von dem her sehr gut. Die Industrie, wie sieht es da hinten aus? Auch gut. Vielleicht müssen wir das einmal noch strategisch verbinden. So, komm, was kostet 400? Super, hey, wir sind im Plus. Es kommt gut, wir sind gleich 400, schau. Es kann sich nur um Stunden handeln da. Ja, und warum City Skyline? Das ist eigentlich noch eine gute Frage. Ich persönlich wollte einfach etwas haben, das ich so ein bisschen aufbauen kann. Nein. Und das Game hat so viele Möglichkeiten, vom Mikromanagement bis hin zu monumentalen Bauwerken, die wir machen miteinander. Und ich glaube schon, dass das fegen wird. Von dem her. Aber eben, aller Anfang ist schwer und wenn du Tipps hast oder Ideen oder sonst irgendwie Sachen, die man bauen sollte, nichts einfacher als das, gehst da unten in die Kommentarleiste und tust mal ein bisschen reinschreiben. Von dem her, ich freue mich über jedes Feedback, jeden Kommentar, alles, was man so ein bisschen bauen könnte oder wie es dir gefällt oder ja, super. Hey, 400 Leute erreicht, perfekt. Somit können wir uns überlegen, ob wir da nicht wollen, dann irgendwann mal so ein bisschen die Straße gerade runterziehen da für 1200.
Gut, Strom. Strom haben sie dort hinten noch keinen. Das heisst, ich würde auch jetzt gerade mal ganz schnell zonen, dass die da dann anfangen könnten mit Häuschen bauen. So, wie ist es denn wegen dem Strom grundsätzlich? Grundsätzlich oder verfügbar hätten wir eigentlich genug, das ist gut. Mitarbeiter brauchen wir. Gut, und Mitarbeiter kriegen wir natürlich nur mit neuen Einwohnern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, und da haben wir es schon weitergezogen, da ziehen wir es auch gerade weiter. Am Anfang halt ein bisschen platzsparender unterwegs. Ich weiss, nachher können wir dann schöne Kurven machen und alles drum und dran. Aber das braucht seine Zeit jetzt halt. So, da über, gut. Und dann tun wir noch ein bisschen Zonen, oder? Nein, Endzone. Dann hätte ich lieber da gerne da das Pinselwerkzeug, also das Malwerkzeug. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja? Also gut, dann können wir da eine Industrie können wir noch ein bisschen machen, hat es geheißen. Ja gut, da warten wir noch. Ja? Gut, es sieht aber sehr gut aus. Von dem her, da machen wir jetzt dann eben so ein bisschen einen Schwenker mit dieser Straße. Ich könnte das ja schon mal vormalen, wenn ich das ungefähr denke. Das heisst so, bis da runter und dann wirklich... Das wäre so ein bisschen Industrie, hä? Kann man da vielleicht noch den Boden noch ein bisschen angleichen? Und der geht eigentlich. So. Also komm, lassen wir es mal so, das ist gar nicht schlecht. Vom ersten Gebiet her, hä? Cool. Dann können wir da noch ein bisschen Gewerbezone machen. Da hinten bauen wir Industrie aus. Das ist sehr gut. Industrie brauchen wir noch ein bisschen, habe ich jetzt gerade gesehen. Obwohl wir eigentlich flächig gar nicht schlecht unterwegs wären da. Das machen wir bitte gerade. Also komm, machen wir es da mal ein bisschen. So, das. Perfekt. Der fährt aber ist nirgendwo, einfach mal so. Cool. Ja, aber da können wir dann wirklich noch so Wohnflächen auf den Hügel machen. Da vielleicht irgendein Tunnel oder etwas durch. Wir wissen es nicht genau. Ja, aber ich glaube, das kommt richtig gut. Gut, also Strom. Sind wir immer noch gut unterwegs? Gut angebunden von dem her. Das ist super. Und Müllabfuhr können wir machen jetzt neu. Ganz verhangen. Und Gesundheit natürlich auch. Gut, das heisst, jetzt lassen wir es da noch mal ein bisschen wachsen und nachher würden wir die Infrastruktur mal ein bisschen ausbauen. Gut. Canville. Das ist der schönste Platz, den es gibt. Genau, mich nimmt es wunder, wie weit rauf dass ich da allenfalls noch könnte. Oder ob das einfach so eine kleine Map ist von dem her. Aber das finden wir raus. So, er hat immer ein bisschen Mühe mit Strom da, he? Es ist komisch, weil eigentlich hätte es ja Strom. Aus dem Stromnetz wird zusammenkehren langsam. Gut, das bedeutet, wir müssen mehr Energie liefern. Das heisst. Dass bald so ein Elektro. Dass wir nochmal so ein Windrädchen machen da. Damit wir Geld haben, lassen wir da ein bisschen schneller laufen. Weil nur so fühlt sich die Kasse. So, hey, yes, jetzt ist gut. Also, jetzt machen wir gerade aber zwei oder drei von denen. He?
Sehr gut. Das müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen lange haben. Dann, was immer wichtig ist, oder was quasi ja, immer schade ist, ist, wenn da der Abfall überquillt. Ich nehme jetzt mal so ein Mülldeponie und baue das hier her. Das wird eigentlich für alle lange Industrie sowie auch Wohngebiete. Herrlich. Sehr gut. Also haben wir das einmal. Und was haben wir dann sonst noch? So ein bisschen Feuerwehr hätten wir noch. Bildung. Krankenwagen. Ist auch wichtig. Ich glaube, ich mache zuerst Krankenwagen. Also Arztpraxis. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist okay. Ja, machen wir das da. Gut. So, und dann müssen mittlerweile die Steuern angepasst worden sein. Und das ist wichtig. Geht am Anfang immer gerade auf 11%. 10-11%. Sonst können wir dann nicht vom Fleck, ich sage das. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das da äussert. Und da müssen wir jetzt ein bisschen anspringen, damit wir ja, mehr können machen können. Der Twitter-Vogel da oben, den müssen wir auch können abschalten von mir aus. So, aber ihr seht, langsam aber sicher kommt das gut. Kann ich da jetzt so durchfahren? Warte mal. Straßenname. Das heisst, wir können die alle eigentlich umbenennen. Ja, das finde ich okay, so wie es ist gerade. Wohngebiet. Dann kommst du da rüber. Viele Leute zu Fuss. Da ein bisschen das Geschäftsviertel. Ne? So, und dann kommst du über in die Industrie. Schön. Ne? Ich finde das herrlich. Aber es sieht gut aus und jetzt sehe ich da Strom, haben wir glaube ich das Problem, oder geht's? Ja, müssen wir vielleicht einmal noch irgendetwas herstellen, he? Irgend so eine Windturbine oder etwas, wäre schon noch praktisch. So, und schau, jetzt haben wir mittlerweile bereits 2500 plus, he? Richtlinie können wir sagen, okay. Das müssen wir jetzt im Augenblick nicht machen, da im Quartier, das passt. Das ist der Feuerwehr kleine. Was kostet denn echt die? 1200. 12.000 meine ich. Ja, Augenblick warten, können wir uns die leisten. Und Wasser. Wasser ist, glaube ich, fast ein bisschen wichtiger noch. Ah, darum. So, das machen wir so. Dass wir das weiterziehen können, machen wir vielleicht auch so ein bisschen wie eine Verlängerung. Gut, also siehst du, es wird immer mehr freigeschaltet. Jetzt können wir Kanäle machen, Perk haben wir schon ein paar, herrlich. Also, jetzt machen wir das da ganz normal, mal einfach bis da vorne. Hm? Und ich leider auch. So, machen wir das mal ein bisschen so und die Verbindung ziehen wir gleich noch weiter. Gut. So weit kommt das gut, so weit kommt das sehr gut. Ah, Straße müssen wir vielleicht bauen, hä? So, wenn ich das da so reinfahre. Und dann gerade sagen, komm, jetzt sind wir da Zone. Dann müsste es ja ehrlich schnell gehen, ha? Das war vielleicht ein bisschen zu viel gerade am Anfang.
Ja, da kommt schon der Erste. Sehr gut. Ja, es geht jetzt rassig. Da sind die wieder am Netz, musst du schauen. Super, 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 super. Also, und wir haben jetzt natürlich da Education und so Zeug, die wir müssen machen. Grundschule. Habe ich das Gefühl, das ist wichtig, dass wir uns dem mal annehmen. Ah, die hat wesentlich weniger um Radius als Feuerwache zum Beispiel. Ja, komm, ich hau die da her. Gut. Das ist schon mal gut. Dann habe ich das Gefühl, bräuchten wir noch einen Krankenwagen oder irgendwie ein Spital oder sonst irgendetwas da in dieser Gegend. Und Polizei. Ja, ja, es leidet gerade im Augenblick ein bisschen. He? Gut, die haben jetzt wieder genug Saft von dem her. Habe ich jetzt auch gerade eine Feuerwehr hergemacht, oder? Oder nicht? Nein, Feuerwehr, die fehlt jetzt. Gerade jetzt, wo es brennt da hinten. Ja, ja, komm. Tun wir ein bisschen zuschaffen da, meine lieben Leute. Dann können wir bald eine Feuerwehr machen. Die würde ich eher da hinten haben, bei diesen Tanks und so, das passt. Dann noch eine Polizei wäre das nächste, was wir müssen machen müssen. Aber hey, es läuft gut. Wir sind immer schön im Plus. Und schaltet eins nach dem anderen frei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Wenig Geld noch. Dann kommen wir da rein. Ja, ich weiss, es ist jetzt halt passiert. So. Dafür haben wir jetzt Feuerwehr vor Ort. Sehr gut. Und eben, wie gesagt, das nächste, was wir jetzt noch müssen haben, ja, ist klar, Terraforming. Gut, danke. Dann, das nächste, was wir gesagt haben, die Polizei, hä? Da müssen wir eben auch gerade irgendwie zwei oder drei Stationen haben, hä? Sicher mal da hinten bei uns, wo wir wohnen. Geringe Zufriedenheit, ja, kann man vorstellen. Da wollen wir ein kleines Darlehen, nein, komm, das geht jetzt schnell bis 12. Strom und Polizei. Da brennt es jetzt ein bisschen. Es brennt. Noch 4000. Was ist denn da mit dem Strom? Ah, Scheiße. Es wird einfach alles knapp. Gut. Strom ist soweit okay. Aber die Polizei haben wir immer noch keine. Die machen wir genau da. So, wieder 6000. 38% Kriminalrate. Krass. Das ist ja was wie in der Schweiz. Entschuldigung. So, ja, am Anfang ist halt ab und zu ein bisschen warten. Ein bisschen warten und schauen. Aber jetzt haben wir es gerade. 25 sind wieder gegangen. Strom haben wir keinen. Was läuft denn da in dieser Stadt? Hei. Ich brauche jetzt auch zuerst Polizei, bevor ich irgendetwas anderes mache. Ich sage das. Kannst aber ganz sicher sein. So. Sehr gut. Also, und jetzt so schnell wie möglich nicht die Gebäude anschauen, sondern den Strom. Was ist denn da mit dem Strom los?
bringt sich das mehr, wenn ich den da nehme und sage, du bist oben? Und dann müssen wir gleich ganz schnell nochmal ein paar von diesen Turbinen herstellen, also Turbinen von den Windrädern. Ja, am Anfang ist wirklich so ein bisschen das Abwägen. Du darfst nicht schnell bauen, du darfst nicht langsam bauen, du musst wirklich Pazifik, heisst im Graubündnerland. So, jetzt sind wir wenigstens wieder geil mit dem Strom. Das heisst, knallen wir da nochmal so eins drauf. Gut. Ja, und dann müssen wir jetzt eigentlich... Ja, ist klar. Dann müssen wir jetzt eigentlich sagen, okay, ah, schau, da kommt schon Grützen raus. He? Kann man eigentlich sagen? So, da oben. Da oben, wo wir die ganze Stadt in der Aussicht haben. So wie da. Warte mal. So. So, ist doch das schön. Hä? Dass wir das Industriegebiet noch sehen. Perfekt. Hey! Das war die erste Folge, der Pilot. Mal eine halbe Stunde. Zum schauen, wie es dir gefällt, wie es mir gefällt. Ich persönlich finde, wir sind extrem erfolgreich. Wir müssen zwar dringend Wohngebiet bauen und all das Zeug und Industrie. Aber hey, wir schaffen das. Und wie es da weitergeht und ob es weitergeht, das liegt jetzt an dir. Lass ein paar Votes da, lass ja, ein paar Kommentare da. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir da ganz etwas Cooles können bauen miteinander. In dem Sinn, für heute verabschiede ich mich und danke fürs Einschalten. Bei Kuhlmann, Let's Plays auf Schweizerdeutsch und City Skyline. Ah, Boom in die Kleinstadt, nehmen wir noch mit. Danke, ciao.